Hallo und herzlich willkommen beim neuen Teamrennen. Und zwar sind wir in Frankreich in Le Castellet oder so, oder Castellet oder wie auch immer man diesen Kram ausspricht. Ihr seht die Strecke schon mal. Warte mal, ich kann ja mal. Ein dünner Schlauch. mal gucken, wie es läuft. Wir starten jetzt mal ins Qualifying rein. Wir haben gutes Wetter, scheint keine Regenrennen zu werden. Und ja, schauen wir mal. Viel Spaß. Das ist so. Meine Güte. Und? Pass auf der Strecke ist gerade viel los. Garage räumen, der Wagen fährt gleich aus. Ach toll, ich will eine zweite Outlap fahren. Wir sind jetzt alles schön schnell. Ich bin ja noch schnell. Bei den McLaren fahrt ihr schnelle Runde jetzt? Ja. Ja. Kann mich irgendjemand kurz einladen? Richtig. Danke, Sprui. Gerne. Haben wir noch einen Ferrari? Kann ich machen, wenn ich die Runde gefahren habe? Oh, ja, noch hätten wir ja gar keine Runde gefahren, ne? Hätten wir keinen Bot. Der Excel war doch die ganze Zeit dabei, oder? Ja. Ja, mein Spiel ist bloß abgestürzt. Ach so. Habe ich dich in meiner Liste? Ich glaube nicht. Nee. Da habe ich dich nicht in der Liste. Herr Stein, ich bin in der Stellen. Ich auch. Okay. Dann bin ich definitiv schneller. Da. Ich komm langsam auf die Strecke. Illusion. Oh mein Herz. Walter, kannst du durch, ich bin eine Runde. Ich bin vorbei. Der hat mich schon weggelassen, von eigentlich direkt weg. Oh Scheiße. Das ist hier nur gemutet und. Ne. Fiese, kannst du auf Seite fahren? Kann ich, ja. Achtung, Sau! Ja, ich bin noch vorne nicht auf der Strecke. Ich fahre schön neben der Strecke. Ja. Alle vorbei können. Der Mercedes hinter dem Alpin auf der Schnellen? Ja. Ja, warte. Danke. Einer, der vorbei muss? Weiß ich so. Gefällt nicht. Naja. Ich mag die Strecke halt überhaupt nicht, ne? Echt? Ich finde die scheiße. Ich finde die so kacke. Ich kotze nur bei Sektor 3 richtig ab. Die dürfen wir nicht gerade aufdecken. Wo ist hier die Boxeneinfahrt? Vorletzte Kurve außen. Vorstadtziel. Wir sind rechts vorher. Christoph. Da würde es nichts anbieten, wenn man die Strecke vorher zumindest einmal fährt, der Experte. Ja, bist du nicht langsamer wie ich? Was hat das jetzt damit zu tun? Ich finde zumindest die Box, Junge. Einfach auf Soft 26 Runden fahren. Bringt dir nichts, wenn du so schnell fährst mit deinem Reifenplatz, mein Freund. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Das ist eine Strecke ohne Box. Was vorletzte Kurve? Mach einfach am besten über den Funk Boxenstopp und dann hast du ja die Linie vom Boxenstopp. Von der,
in der Box. Ich folge einfach Henning. Alles gut, alles gut. Janik! Ich lerne die Strecke noch kennen. Ich hab noch ein Hühnchen mit dir zu rupfen, mein Freund. Warum das denn? Der Fahrer wollte einfach auch verschwellen. Warum Sherlock Holmes? Hä? Brasilien und hat ihn angeschoben. Niemand war hinter dir, du hast nur mich angeschoben. Meiner ist auch mal schnell. Ich hab's gesehen. Ich hab doch. Nein! Und ein Monster, was Steve gar nicht neben dir. Du hast einfach zugemacht! Das stimmt doch gar nicht, Junge. Ich hab's auf Videobeweis. Oh, ja. Videobeweis. Gut, dass ich auch Videobeweis habe. Ja, der Videobeweis funktioniert super nicht. Also hoffen wir, dass er hier besser funktioniert. Irgendwo anscheinend. Janik, kannst du dir überlegen, ob ich dir ein Video schicke gestern Abend mit den Worten, Janik, ich hab dich. Warum hast du es nicht gemacht? Boah, die Boxen einfach ist ja mies, Alter. Ich wollte dir live sagen, damit jeder weiß, bist du wieder vorbei? Was du für ein Mensch bist? Alles gut, Fan, alles gut. Fummel nur bis vor. Ach, der fällt gerade raus. Merke ich rein. Was ist denn da? Konnte man Hallo? Sehen, wie viel. Irgendwas mitgebracht? Auf eine Schnelle. Was denn? Ja, unter B, wenn man einmal B gedrückt hat, zum Beispiel über Controller. Kaffee oder Tee? Boah, also weiß ich nicht, irgendwie bin ich unkonzentriert anscheinend oder die Strecke ist einfach nur verwirrend. Ja, unten rechts ist auch, wenn die rot leuchtet, hast du auch keinen Sprit mehr. Zwei, drei Kurven halt dabei, die überraschen mich. Ja, ich hab Lenkrad, da ist kein B-Knopf dran. Ja, dann Kreis und was. Da ist auch kein Kreis dran, das sind ganz viele andere Knöpfe dran. Ja gut, dann muss man das. Kannst du dir frei belegen. Danke für die. Geht aber eigentlich auch rechts. Was das Auto hinter mir in Sektor 2, ist es auf der Schnellen? Ja. Ja, warte, ich gehe nach links, ich gehe nach links. Ich glaube, dass wir hier nicht an die Top 10 kommen. Was? MG, mein lieber Hai. 10 bis 15 Minuten Regen. Glückwunsch. 32. Wir erwarten etwa 10 bis 15 Minuten Regen. Was? Ich frage nochmal kurz in die Runde von den Leuten, die mich in der Freundschaftsliste mit drin haben. Jemand gerade in der Box, der mich einladen könnte? Ja, warte. So, ich fuck. Ja, ladet mal Excel wieder ein, Mensch. Ja, warte. Hast du bekommen? Absturz, Bruder auf der 10, ich fass es nicht. Man, mir läuft ziemlich ich die Zeit. Ich hab noch durchgereicht. Mhm. Der hat Bock auf Punkte, Alter. Nikolas Latifi auf der 11 aktuell. Er hat gerade gesagt, in 10 Minuten haben wir Regen. Der Goat. Illusion, jetzt will ich auf einer schnellen. Hat er gerade gesagt, in 10 Minuten hat er Regen? Ja, das ist aber Qualifying schon vorbei. Hier versau ich jetzt deine schnelle Runde, Rafa. Ja, das, die habe ich mir gerade selber versaut, alles gut. Fährt noch jemand mit dem G29? Ja. Merkst du die Curbs vom Force-Feedback? Kann ich dir gleich sagen, weiß ich gerade gar nicht. Bist du wieder drin, Axel? Ja. Okay. Cockpit-Konsole übernehmen, ne? Muss bis ja, Sprit sparen. Ich fahr bis sie langsam. Ja. Ich bin rechts. Atmen, auf Sektor 2. Ja, aber ich kann irgendwie nichts machen. Ja. Ich steck im Cockpit drin, aber. Okay. Ey, ein Feld von hinten aufräumen, oder was? Illusion, du bist hinter mir, oder? Weiß ich nicht. Eigentlich müsstest du ganz normal noch rausfahren können. Bleib mal links. Ganz entspannt. Kommt da jemand auf der Schnellen? Sektor 1? Ich gleich, ja. Nee. Jetzt auf Start und Ziel, schnelle Runde. Oh, jetzt gibt der Gas, Herr Rafa. Jetzt gibt der Gas. Hast du auf einer schönen Runde? Ja. Ja, also ich kann auf jeden Fall nichts machen. Okay. Das ist scheiße. Ja, gut. Das ist auch mit dem Spiel so behindert, also. Ich starte halt von ganz hinten, muss halt von hinten ein bisschen das Feld aufräumen. Passiert, gehört dazu.
Ja, erste Kurve einfach ein bisschen schieben, dann geht das. P2, yeah! Bitches, all I long, bitches, all time long. Entschuldigung. Hallo? Hallo? Achso. War irgendwie zu leise für so viele Leute. Ich weiß, ob du so viel weißt. Oh nee. Ich hab gerade ein interessantes Bild gefunden. Von Ferrari versus Verstappen. Ferrari 23 Siege in den letzten 10 Jahren, Verstappen 25 Siege in den letzten 2 Jahren. Ja, und bist jetzt irgendwas an damit? Ja, Ferrari selber macht scheiße. Wow. Unfassbar. Fängt wirklich an mit Pissen, oder? Haben wir ein Regenrennen? Nein. Warum nicht? Platz 2 nehme ich mit. Qualifying und Rennen sind immer an verschiedenen Tagen. Boxenstopp. Ja, was ist das für euch? Ihr Juans. Vielen Dank für das Tag. Boah. Wer ist eigentlich dieser TRZY, der seinen Namen entscheidend nicht schreiben kann? Hi. Ich rechne mit etwas Regen, ungefähr 10 bis 15 Minuten. Das ist ein Anhängsel von Käse, bist du auf der Schnelle? Ja, ich weiß auch nicht, ob wir hier gesagt haben, Lobby plus 1 Einladung oder was? Darf jeder seine Freundin noch mitbringen? Ja, ich feier schon das dritte Rennen. Ja, ich weiß, alles gut. Das kann ich immer ärgern, mein Gott, ey. Weichbrust. Ich bin jetzt auf der Schnellen. Bleib einfach vor, Tino, alles andere ist egal. Unser Benzin reicht nicht für eine weitere Runde. Der Tank ist leer. Ich hab keinen Bock nochmal rauszufahren, nicht ehrlich bin. Ja, dann lass es. Ich geh nochmal raus. Gehst ich noch probier's raus? Nochmal. P3 ist zwar gut, aber ich probier's nochmal. Wird ja wahrscheinlich nicht dabei bleiben, ne, Salza? Ich kann's dir nicht sagen. Ich mag die Strecke nicht. Oh, so ging's mir mit Brasilien letzte Woche. Egal, es hat so gestanden wie vor mir. Ja, weiß ich nicht. Ja, also doch, Brasilien, ich habe mir 5 Plätze gewünscht drauf. Ach so. Also doch, ja gut, dann ja. Weil Brasilien war mit dann Abstand das absolut behindertste Rennen, was gibt. Oh, Füssi hat Grüße ab. Dankeschön, Füssi. Hare, dankeschön für 30 Monate. Ja, sah gar nicht schlecht aus, weil ich muss keine sagen. Ich fahre hier Formel 1, du Bock. Oh, ja. Entscheidende Kurve. Passiv, aggressiv. Ja. Aber danke für deine 84 Monate, du Jockel. Er hat irgendwie reingeschrieben mit einer Platzierung. Ich weiß gar nicht. Ich bin fast dein Vater sein, ey. 84 Monate, da habe ich was mit deiner Mom, Bruder. Doch, aber drei Minuten. So langsam. Bist du klamm. Oh, Latifi ist vor mir, ob der mich vorbeilässt. Nein. Ah, oh, der lässt sich eher vor dir weg und fährt dir in die Karre. Nee, der hat mich komplett vorbeigelassen. Oh, das ist das Salza vor mir. Ja. Carryst mich mal eine Runde? Du machst da bestimmt noch eine, oder? Nee, ich fahr jetzt gleich die Hotlap. Ich Idiot. Ja, ist es an. Ja. Hast mal 30% Batterie runterradiert. Ja, die kriegst du wieder aufgesammelt. Ich hab eben nach meiner Runde noch 27 übrig. Warum sag ich dem das? Ja, weil hättest du ja sowieso rausgefunden. Oh, ich habe wirklich die Batterie wieder gut aufgesammelt.
Oh, schlechter Exit, Salzer. Ja, ich weiß. Der war richtig kacke. Wie lange dauert so eine Runde? 1,30, gell? Naja, ja, wenn 1,32. Da bist du schon sehr gut. Also eine schnelle Runde, sagen wir mal, im Normalfall. Oh nein, oh nein, oh nein. Je nachdem, wie gut du bist. Nein, sie sabotier mich jetzt! Oh, war das scheiße. Ich bin jetzt auf einer schnell hinter dir, gell? Ich auch. Ich bin auf einem schnelleren Podium. Ja, okay. Oh Mann, war ich eine scheiß Runde. Boah, lila, na erster. Und nochmal Platz 9 geholt, ey. Ja, Salza. Ja. Oh mein Gott. Der war gut, Salza. Nimm mich mit. Ich hab das Lasso. Ich hol mein Lasso raus. Ich spiel Cowboy und Indianer. Yeah, baby. Ich habe hier einen ganz schlechten hingelegt. Was war denn das gerade mit der Kurve? Ich habe echt in den letzten Kurven versaut. Oh nee. Ach schade. Nicht in der letzten, in der langen Kurve. Hast du eine, Salza? Nee. Doch. Aber vom Sprit her nicht. Und der ERS habe ich auch keins mehr. Boah, bin ich schlecht, Alter. Runde? Nee. Also, okay. Also Jets hätte ich mir jetzt nicht zu nahe kommen, aber so viel schneller war das jetzt aber nicht so ganz. Nee, nicht wirklich. Aber schnellster zweiter Sektor, komischerweise. Und wieso bin ich denn jetzt auf dem vierten? Ich hab's geholt. Oh. Ich hatte drei Hundertstel, ey. Bis auf die eine langgezogene Kurve, die habe ich verbockt, ey. Ich hatte lila an ersten. Ach, shit, ey. Pacarino. Okay, Bestzeit von hinten. Die ist für Vierter. Naja gut, mit Vierten kann ich auch noch leben. Was passieren auch, wo ich durchgereicht auf 10. Scheiße. Gut, meine Lieben, das war's. Wir sind 14er. Ja, ja. Was soll's? Was soll's? Gut, wenn Sprung hier schneller wird. Wobei der war hinter mir. Ich glaube, das wird auch nicht. Da ist er. Ja, passt. 14er. Schauen wir mal, was das Rennen ergibt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da. Und dann sehen wir uns morgen im Rennen. Bis dahin. Ciao.